Und dann muss ich zur Arbeit. Jetzt habe ich schon wieder dieses Headset aufgelassen. Ach, tut mir leid, wenn es doll raschelt. Macht es nochmal. Es ist Donnerstag, der 1. Oktober und heute habe ich 12 Uhr, also ich muss mich beeilen und dran halten. Aber nur noch 9 Tage arbeiten, wenn es gut geht, dann habe ich Urlaub. Yes! So, heute geht es mal wieder in den Wald, weil ich so viel Zeit habe. Aber es läuft. Das Video vom Montag habe ich gestern Abend fertig geschnitten, müsste jetzt inzwischen hochgeladen sein. Gucke jetzt schon zweimal gekackt. Also alles gut. Ich nehme das Ganze nochmal auf. Ich habe nichts Spannendes erzählt, wirklich nicht. Werde ja gleich merken, aber ich nehme das jetzt nochmal auf, weil ich eben nicht mitbekommen habe, dass ich das Headset wieder aufgelassen habe. Und das wahrscheinlich wieder sehr doll geraschelt hat am Bad. Und das ist ja scheiße. Hat Heik erzählt. Ich habe erzählt, dass ich heute nicht viel erzählen kann, weil ich es verbuschigt habe. Das ist echt kacke, ich muss mich so beeilen. Dann. Das ist so, ich stehe morgens auf, gehe mit dem Hund eine Runde, nachdem ich jetzt Zähne putze, waschen habe und so, dann kommt er noch dazu. Also Zähne putzen, waschen, dann gehe ich mit dem Hund eine kleine Runde, dann macht sie, wenn alles gut läuft, einen Haufen. Dann bin ich schon mal zufrieden. Dann komme ich nach Hause und dann kriege ich sie was zu fressen. Dann mache ich mir einen Kaffee. Schaue ich vielleicht noch ein Video auf YouTube, also von meinen Abos oder irgendwas, ja, keine Ahnung, oder lese einen Artikel oder so. Und dann ist es auch schon wieder so weit, dass ich die große Runde mit ihr los muss. Und hoffe, dass sie da auch nochmal einen Haufen macht. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist. Aber es beruhigt mich immer ungemein, wenn ich weiß, sie macht dann auch nochmal einen Haufen oder hat dann auch nochmal einen gemacht, weil sie doch 2 Stunden länger ist, alleine ist als sonst. Ja, dann kommen wir von der großen Runde zurück. Dann gehe ich duschen und dann muss ich zur Arbeit. Nee, dann gehe ich meistens dann sogar noch eine kleine Runde mit ihr, damit sie nochmal Pipi machen kann. Und dann muss ich zur Arbeit. Und man ist ständig nur dabei, auf die Uhr zu schauen, wie viel Zeit man noch hat und ob man es noch schafft. Und das ist echt nervig. Und jetzt buddelt sie da hinten. Naja. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass sie dann zweimal kackt, aber es beruhigt mich echt. Ich weiß, sie hat immer einen Haufen gemacht. Obwohl ich da toi 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 noch nie Probleme mit ihr hatte. Ne? Also da habe ich echt Glück gehabt. Mein schlechtes Gewissen ist halt immer, ich habe tierisch schlechtes Gewissen, wenn ich immer zur Arbeit muss. Und wenn ich eine 12 Uhr Schicht habe, boah, das tut mir so leid. Am liebsten würde ich sie mal einpacken und mitnehmen. Aber das geht natürlich auch nicht. Und ich habe damals, als ich sie geholt habe, auch echt lange überlegt. Ich habe den zweiten Wurf abgewartet. Also ich, beim ersten Wurf habe ich schon überlegt, und dann, ja, nee, mit der Arbeit und ich weiß nicht und so. Und dann hatte die wieder einen Wurf. Meine Schwester hat ja die Dena genommen, die Schwester von Cookie. Und ich habe wieder da gesessen und überlegt, oh, ich würde so gerne, und, aber ich weiß nicht, ob das geht. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm, hol sie dir oder nimm einen. Und wenn es nicht klappt, dann nehmen wir sie. Und dann habe ich mir Cookie geholt. Und dann war ich ja in Wiesbaden. Damals, in den ersten Monat war Cookie bei meinen Eltern. Dann hatte ich Urlaub 2 Wochen, dann bin ich runtergefahren. Nee, geflogen bin ich damals noch. Genau, da hatte ich ja Cookie noch nicht, da bin ich geflogen, dann bin ich ja Eltern abgeholt.
Dann war ich eine Woche bei meinen Eltern, bin dann zurück nach Wiesbaden, damit ich noch eine Woche mit Cookie habe, wenn ich da bin. Weil, und dann musste ich ja schon wieder arbeiten. Und sie hat den ersten Abend, wo ich arbeiten war, hat sie in den Flur gepinkelt. Und danach nie wieder. Danach hat sie ausgehalten. Das war echt fantastisch. Das war super. Da hatte ich so Schiss, dass es irgendwie nicht klappt und nicht geht und so, aber jetzt sich da echt super dran gewöhnt. Schön ist es nicht, das weiß ich, aber sie ist inzwischen dran gewöhnt und ich habe toi 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 keine Probleme. Ich wüsste aber auch, dass ich sie jederzeit zu meinen Eltern bringen könnte, wenn irgendwas ist, wenn es Probleme gibt, wenn ich. Sie ist ja auch immer bei meinen Eltern, wenn ich Silvester zum Beispiel, Weihnachten, Silvester, wenn ich, da muss ich meistens mehr arbeiten, ist klar. Und gerade Silvester, die Knallerei, das mag sie nicht, dann ist sie halt immer bei meinen Eltern. Und ja, und wenn es gesundheitlich Probleme gibt mit ihr oder ich irgendwie mehrere Tage hintereinander länger arbeiten muss oder wegfahren muss, keine Ahnung, wüsste ich halt, dass ich sie immer zu meinen Eltern bringen kann. Und das ist echt gut. Das ist schön. Aber es ist echt so cool, dass ich da keine Probleme habe. Wie gesagt, ich habe immer ein schlechtes Gewissen und schön ist es eigentlich nicht, das weiß ich aber. Ich weiß auch, dass ich es kann und ich mich darauf verlassen kann. Ich liebe das Scheißerchen. Cookie. Cookie, ich habe gerade in die Kamera gesagt, dass ich dich liebe. Interessiert dich gar nicht, wa? So sind die Frauen immer zu mir. So, ich glaube, wir müssen jetzt wieder schon wieder zurück.